Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Sonntagabend und es ist echt eine Menge passiert über das Wochenende. Hab nicht viel gemacht, war nicht viel unterwegs, aber wenn man es am wenigsten erwartet, passieren halt die krassesten Sachen. Ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich schon am Titel erkennen. Noch ein Inkognito ist gespawnt gerade eben. Und allgemein viele Sachen, also ich werde euch sozusagen einen Überblick geben, also von hinten anfangen, was gerade eben passiert ist, das Inkognito, und dann immer, wie nennt man das, immer zurückgehen und euch allgemein einfach so zeigen, was ich so das Wochenende über gefangen habe. Ein paar coole Highlights waren dabei, aber habe jetzt nicht vorgehabt, irgendwie daraus eine Folge zu machen, aber alle Highlights zusammen. Schauen wir mal. So, ich chill hier gerade, schau mir gerade Yu-Gi-Oh! Ihr wisst, wir haben davor Yu-Gi-Oh! Gespielt, YCS Prag, cooles Turnier. Kollege von mir, Joshua Schmidt von CCG Complexity Card Gaming, wo ich auch mit dabei bin, krasses Team. Check die ab, schaut dann die. Die waren sogar bei Stefan Raab. Blende ich vielleicht hier nochmal ein. Der ist im Finale und das hat er zufällig gewonnen. Also schon mal geiler Start. Also Shoutout und Glückwunsch an Joshua. Hast du echt verdient, Mann. Und ja, ich habe mir das gerade angeschaut. Auf Arma kommt. Genau bei mir, also was heißt bei mir, Feldmochi Hasenberger, bisschen weiter weg, ein Inkognito, ich bin natürlich hingerannt und das werdet ihr jetzt sehen. Leute, gerade richtig hart gelaufen für ein Inkognito, der Kollege hier hat schon. Peace. Es waren hier noch mehr Autos, ich bin in der letzten Minute gekommen, zum Glück haben wir es, die Jungs schreien. Puh. Der Kollege nimmt mich zum Glück mit. Da erzähl ich euch ja dann, was alles passiert ist. Meine ist nicht so gerade so toll, aber ist wurscht, ich habe ein Inkognito. Dein erstes? Ja, ja. Schau, das ist er. Ja. Cool. Sehr, sehr nice. Nicht schlecht. Ist ja was los, ey. Scheiße. Da waren bestimmt noch mehr. Ein Kumpel von mir ist der richtige Fan von dir. Warte, müssen wir mal ein Foto gleich mal machen. Ah. Echt jetzt, ich bin ganz verschwitzt. Ich weiß nicht, ob ich geblitzt worden bin oder nicht, hier, wenn du Licht brauchst. Ja, für Foto können wir schon Licht machen. Digga, weißt du, wer gerade in meinem Auto ist? Warte. Warte, so. Ja, geil, Alter. Ah, erwischt. Ey, ich hab den Hong ja zufällig getroffen, der hat auch den Inkognito gecatcht. Ja. Ich sehe. Ja, jetzt ist er weg, der ist schon weg. Fahren wir, oder, Digga? Ja. Das war's, also. Inkognito, Überraschung gespawnt. Es war echt die Hölle los. Die Autos sind an mir vorbeigefahren. Ich bin in letzter Minute noch gekommen. Die anderen sind schon gefahren. Es ist ein Auto nach dem anderen an mir vorbeigefahren. Ein paar haben gehupt, also bestimmt waren auch ein paar Leute drin, die ich gekannt habe. Auf jeden Fall da den Kollegen getroffen, ein Fan, ein Zuschauer, Shoutout an dich und deinen Kollegen. Coole Jungs, werden wir demnächst bestimmt mal was zusammen machen. Ich bin da hingelaufen, also ich bin U-Bahn gefahren, eine Station, zwei Stationen und dann von dort gelaufen. Ich habe die U-Bahn um eine Minute verpasst, ansonsten hätte ich es halt locker geschafft, weil die eine Minute zu früh kam, echt richtig behindert. Und dann, die nächste U-Bahn kam zwei, drei Minuten zu spät. Also das war eigentlich schon ein Zeichen, dass ich es nicht schaffen sollte. Und dann bin ich Feldmoching U-Bahn-Station angekommen, hatte noch 6 Minuten Zeit, laut Navi 9 Minuten Gehzeit, bin halt hingelaufen, hab's in der letzten Minute geschafft, also hab jetzt 3 Medaillen, so kann man sehen, fehlen noch 23, muss sagen, ein paar habe ich schon verpasst, also einer, den hätte ich sogar noch erwischen können, aber auf den hatte ich gerade zu der Zeit echt keinen Bock, da habe ich echt nachgelassen, aber zum Glück den erwischt, wenigstens die Bronzemedaille. Und ansonsten ist während des Wochenendes noch viel passiert. Also schauen wir uns das mal genau an. Also wie gesagt, machen wir so einen kleinen Rückblick, so ein Review, Recap, was ihr alles gefangen habt dieses Wochenende. Also Inkognito gerade eben. Also wir gehen von hinten nach vorne los. Also heute Abend jetzt gerade eben Inkognito. Dann heute Nachmittag war ich kurz im Englischen Garten, ein paar Carpathos farmen. Hab dort auch viele Zuschauer getroffen, was mich echt gefreut hat, also echt eine Menge, ihr könnt mich immer anschreiben,
Also anschreiben könnt ihr mich sowieso, aber immer ansprechen, meinte ich. Und dann gehen wir vielleicht ein paar Runden, ein paar Pokémon fangen. Also die Zuschauer bisher waren sehr, sehr schüchtern, würde ich mal sagen. Also 100% Hundes habe ich heute gefangen. Nicht im Hofgarten, wo das Hundesternest ist, sondern weiter oben Richtung Englischer Garten ist die amerikanische Botschaft, das Konsulat, wo ich beim letzten Mal gechillt habe und mein Garados entwickelt habe. Und da kam das 100% Hunduster, habe ich mir geschnappt. Es kam schon eins davor im Englischen im Hofgarten, aber das habe ich leider verpasst. Zum Glück habe ich das jetzt erwischt. Das war richtig cool. Dann als nächstes Highlight, oder für manche auch kein Highlight, ein Funfee. Besonders daran war halt, dass es mein erstes Funfee ist. Ich habe schon einen Donphan und noch kein Funfee, noch nicht geschlüpft, noch nicht gefangen. Einmal haben wir danach gescannt, die Jungs haben es gefangen, aber ich habe es nicht mehr erwischt, weil ich halt der Navigator bin und dann musste ich umswitchen und dann habe ich es leider nicht mehr geschafft. Das ist das letzte Pokémon, das mir noch fehlt, was ich fangen musste. Den Rest könnte ich theoretisch jetzt mit Bonbons und Kilometer entwickeln. Dann habe ich auch noch einen Slimer gefangen. Es war gerade nichts los bei den Carpadoren, kein XL, alles gefangen, alles abgeglast. Also habe ich mir das Slimer geholt, 96%, Level 29, also 2200 irgendwas, war nicht schlecht. Hab dort einen Fan getroffen, also ich habe ihn nicht getroffen, er hat mich sozusagen gejagt. Hab das Slimer geholt, bin weggegangen und dann höre ich so jemanden schreien. Der schreit so Horn und dann läuft er mir hinterher. Also der arme kleine Junge war richtig aus Atem. Shoutout an dich. Und Shoutout an Hamudi. Also keine Ahnung wer das ist, aber ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass ich ein Shoutout an seinen Kumpel Hamudi gebe. Hier dein Shoutout. Was habe ich noch gefangen? Ich habe noch einen Vati im Ding gefangen, im Englischen Garten. Das war über 90%, das war ein gutes Vati, kam sogar im Topscan. Problem ist halt, es hat nur 500 WP und wir haben letztens einen Ampharos gefangen. Mit dem habe ich jetzt öfters gekämpft. Ich bin echt kein Fan von denen. Also ich weiß nicht, ob ich den entwickeln und pushen soll. Vor allem sind die Voltilam-Candies eigentlich relativ selten. Obwohl ich 1-2 dieses Wochenende gefangen habe. Was habe ich noch gefangen? Ein Sichler, 100%, direkt bei mir Panzerwiese. Habe ich jetzt nicht aufgenommen, es war 1 Uhr in der Früh. Ich bin nach Hause gekommen, habe mir was zu essen gemacht und kam im Topscan. Ist halt 5 Minuten von mir entfernt. Habe schnell zu Ende gegessen, gechillt zu Ende gegessen, dann bin ich reingegangen. Ist relativ gruselig, vor allem 1 Uhr in der Nacht. Das ist halt offenes Feld und dann geht es schon Richtung Wald. Also das Sichler war schon Richtung Wald, eher tiefer drin auf der Panzerwiese, falls ihr die kennt. Aber war relativ gut beleuchtet, also war jetzt nicht so mega gruselig, nur es ist halt offene Fläche und der Wind war halt richtig dämonisch. Ich dachte, der fegt mich noch weg. Also der Wind war richtig krass, aber dann kam ein Auto einfach so mitten auf die Panzerwiese. Natürlich irgendein Freak, den ich natürlich kenne. Schaut dann an dich, Michi. Ihr kennt ihn auch, mit ihm haben wir das Raghu angefangen. Richtig krasser Jäger, habe ich mir 100% Sichtung gegönnt, also gutes Wochenende. Ansonsten viele Dratinis, während man die Carpador gejagt, gibt es sehr viele Dratinis, da spende ich auch nochmal schnell ein. Ein Megani habe ich auch gefangen. Das kam auch irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wo. War jetzt nicht so stark, aber mit der gelben Beere, Ananas, glaube ich, ja. Gibt es halt 20 Bonbons, richtig krass. Und ansonsten ein paar Eier geschlüpft, blende ich hier jetzt auch nochmal ein. Und das war's eigentlich, also viele coole Sachen, überraschenderweise. Ich habe nicht viel gemacht, ich habe eigentlich nur ein paar Carpadore gefahren. Carpadore Jörg geht demnächst noch weiter, also eine Folge kommt auf jeden Fall noch. Da seht ihr auch, wie ich 10 Kilometer Eier schlüpfe, also 9x 10 Kilometer Eier. Ansonsten versuche ich noch die Medaille zu füllen. Ich werde sie sicher nicht schaffen, also ich versuche es. Also während dieses Nests werde ich die nicht mehr schaffen. Schauen wir mal, wie ich danach die Medaille füllen werde. Hofgarten und den kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Viele coole Leute dieses Wochenende getroffen. Viele coole Pokémon dieses Wochenende gefangen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende so gemacht habt. Gebt ein Like für Yu-Gi-Oh!, falls ihr das mal gespielt habt.
Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht Pokémon ist hier das Business.